Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir die Christina-Mission gemacht, in der Manfredo und Christina gestorben sind. Und ja, Christina hat gesagt, sie hätte mit Ezio gerne eine zweite Chance gehabt, aber warum sagt sie das jetzt auf einmal? Sie wollte doch, dass wir die nie wieder aufsuchen und so. Auf jeden Fall sind jetzt alle Assassinen wieder da. Annetta ist Veterano jetzt, ich glaube Stufe 8, ja doch. Oder 9? Ich habe ein Elixier aus Blau. Ja doch, Stufe 9 und auf jeden Fall seht ihr oben links schon drei Signale und wir haben jetzt den Feuerhagel freigeschaltet, das weiß ich schon. Das wird uns dann wahrscheinlich auch irgendwann erklärt und wenn wir mal wieder bei einem Assassin-Taumenschlag oder Turm halt vorbeikommen. Aber mal gucken, was wir jetzt machen. Die Mission wollen wir noch nicht machen. Wir haben noch zwei Kurtisan-Missionen, zwei Dieben-Missionen, wie es aussieht. Jo, einen Templar-Agenten, einen Taubenschlag. Wir müssen mit Penthesilea reden, um noch mehr... einen Auftragsattentat, meine ich. Wir müssen mit Penthesilea reden, um noch mehr Auftragsattentate zu bekommen. Dann noch eins, zwei... Ne, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Borgia-Türme, okay. Und ja, was können wir denn jetzt erstmal machen? Ich glaube, wir gehen hierhin doch zu der Kaserne. Da können wir auch gleich mit Penthesilea reden. Die Assassinentürme. Ich meine, die Assassinen verwalten und dann außerdem noch ein Fraktionsgebäude ausbauen und dann vielleicht auch den Templeragenten machen oder die Kurtisan-Mission. Also sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Ciao. So, hier sind wir wieder frisch aus dem Tunneleingang rausgekommen und mal gleich in die Kaserne reingestartet. Und mit Penthesilea geredet. Zum Glück kann ich mir den Namen jetzt merken. So, wo ist er denn? Dort. Unten sind die Männer wieder am Kämpfen hier. Und wetten. Und eure Erfolge schrecken den Papst auf. Rodrigo hat weitere Mitglieder der Kurie benannt, um die Regierung mit Männern zu besetzen, die den Borgia ergeben sind. Machiavelli kennt sie gut. Ich auch. Schon sehr bald. Da war das Schwert von Bartolomeo. Wie hieß das? Wie hieß das nochmal? Verdammt. Claudia? Nein. Irgendwas mit P. Fuck! Ey, verdammt, ey. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Claudia? Claudia hieß es nicht. Irgendwas mit ihr, aber... Egal, gucken wir jetzt mal hier ein paar Aufträge von denen an. Söldnergruppen gegen Wache eingesetzt, Gerüste durchwerfen von Wachen. Ach, Gerüste hießen die, ja. Okay, päpstliche Garden eliminiert. Wachen vom Pferd aus eliminiert. Luftattentate auf Wachen auf einem Pferd ausgeführt. Wachen entwaffnet und ihre eigenen Waffen getötet. Serie mit mehr als 5 Attentaten durchgeführt. Okay. Also, wie gesagt, wir haben jetzt mit ihnen geredet, haben jetzt wahrscheinlich auch neue Auftragsattentate freigeschaltet. Höchstwahrscheinlich. Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Yeah. Zeig mal, hey, wo denn? Hier nicht. Da, oh, genau dort. Bei dem Papst halt, im Vatikan. Oder in der Nähe des Vatikans. Und hier ist jetzt auf einmal Leonardo irgendwie hingekommen. Den habe ich vorher entweder nie gesehen oder er war schon die ganze Zeit da, aber keine Ahnung. So, wir wollen ja jetzt zum Taubenschlag, natürlich. So. Zu den Gebieten mit den Auftragsattentaten werden wir sowieso noch nicht in nächster Zeit kommen. Also könnt ihr euch mal gedulden hier. Okay, der neue Assassine hier, Luca Lombardi. Ja, Mann, Pietro. Der Bruder davon, nein, jetzt. Assassinensignal verliehen, ja. Blablabla, ja. Trümmer auflesen, haben wir alle 4 draufgeschickt und alles fertig hier. Annetta ist jetzt Stufe 8 Veterano und Erzschule ist Stufe 7 Guerrero. Guerrero, keine Ahnung, wie es immer noch heißt. So, dann mal die gute Annetta hier ausrüsten. Bam. Der Erzschule kriegt einen Punkt bei Waffen, hat auch schon fast wieder gleichen Level Up dazu bekommen. Und die auch, okay. Alle haben irgendwie fast ein Level Up wieder. Obwohl, ach egal. Außer er hier. Wow, der ist ja voll der Gangster hier mit, ne? Bändern um den Mund und so, aber irgendwie voll lang. Wie krank ist das bitte? Das ist ja alles eingebandet. Ne, wie nennt man sowas? Eingebunden, keine Ahnung. Ja, okay, das
Diese Bänder können wir nicht färben. Wollen wir eigentlich auch nicht. Okay, kein Ding hier. Ja, die beiden immer noch mit ihrer Farbe. Ich glaube, es hackt. Egal, so. Gucken wir mal bei Aufträgen. Wir haben ja noch in Barcelona, in, wo war das? Ach, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Oh, Gruppenzwang. Die nächste gleich wieder hier. Die nächste Story-Mission sozusagen mit einer 5er Sterne-Schwierigkeit, keine Ahnung. Wir müssen von wahrem Ausmaß des Templer-Einflusses auf Königin Isabella und König Ferdinand erfahren. Sie sind mächtig, aber unberechenbar. Ihr werdet Isabella folgen, studiert ihr Verhalten, fangt alle Briefe ab, die sie versendet, und lest alle, die sie bekommt. Wir müssen ihre Absichten erkennen. Kein Ding hier. Oh, das dauert auch 20 Minuten, aber da gibt es 4200 EP. Dafür sind die auch alle nicht so gut hier. Okay, ich glaube, da müssen wir alle... Das ist 0%. Da müssen wir alle draufschicken, die wir haben wieder, glaube ich. Wir würden auch gerne mal einen Pfeilhagel machen, aber das können wir ja noch nicht, wenn hier alle weg sind irgendwie. So sind jetzt alle drauf geschickt und insgesamt 89. Früher waren es ja eben, also eben gerade waren es ja 4 auf einmal, und die waren auch auf kleineren Stufen und die hatten zusammen 89. Also behalten wir den Typen mal hier, ne? Haben wir gerade drauf geschickt? Nee, ach so, der ist nur nicht da, weil wir den hier nicht draufschicken können. Okay, also kriegen die alle ein Level up gleich und dann ist die Stufe 9. Und wenn die dann ja auch am Ende Stufe 9 ist, können wir die auch zu einer Assassinen machen, und die beiden sind dann Stufe 8. Okay, Mission starten. Bam, so. Jetzt haben wir ein Level 1er Rekruten zwar hier alleine als Unterstützung, aber egal. So, das Fraktionsgebäude, das leere, muss hier auch in der Gegend sein, da ist es doch. Zack. Das geben wir ganz traditionell den Söldnern, weil hier in der Nähe sowieso die Söldner sind. Also hier ist ja die Kaserne und so. Jo, und ich habe auch, ich habe ja schon gesagt, die geben auch Einkommen wieder aus Investitionen und so. Und ja, geben die auch. Also bei den Dieben haben die 48 Florin alle 20 Minuten eingegeben. Ich weiß nicht, wie viel die hier einem geben. Also die Söldner oder die Kurtisanen. Je nachdem, wer halt mehr gibt, oder vielleicht geben die alle auch gleich viel, aber je nachdem, wenn einer mehr geben sollte, dann also bauen wir die alle wieder um auf diesen Typen halt, auf den irgendwie Gefährten, der am meisten einbringt, wie gesagt. Das hat jetzt lang gedauert, bis ich das Wort hatte, aber egal. So, wir machen hier doch den Agenten. Ja. Hoffentlich schaffen wir das dann noch in der Zeit. Das ist jetzt aber der Herumtreiber, ey. Könnt mir doch nichts erzählen. Der Herumtreiber ist nicht dabei. Wollte mich verarschen. Ich meine, es ist ja auch jetzt der letzte. Vielleicht haben wir dann alle, oder vielleicht kommt dann wieder so ein Endboss. Was ist wieder? Ich warte immer noch, dass irgendwann, wenn wir alle mal haben, dass das alles zu Einwand führt. Aber wir sind ja nicht bei Spider-Man 3, ne? Das ist jetzt auch mein neues Let's Play ist, aber egal. Oh, da ist es schon. Ey, immer sind die Frauen, die will sich auch gleich wieder umbringen und ist da verzweifelt auf einer Schatztruhe, ne, auf einer normalen Truhe. Mit Verkleidung irgendwie und mit einem Hut und einem Hemd und, ne, ist es ein Tuch? Ach, keine Ahnung, reden wir mit der Tussi. Oh, die hat Verwundungen, wurde geschlagen. Madonna. Nicht, hab ich nicht genug gelitten. Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste, mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Krank, wir haben schon... Die hat schon zuerst gedacht, wir wollten die vergewaltigen, ey. Und die sieht wieder anders aus, aber wir auch, bla bla bla. Gegen Propaganda. Mein Lieblingswort, Propaganda, ist so schön. Aber egal. Auguste Oberlin durch Abreißen seiner Propaganda aus der Werkstatt locken. Das ist wahrscheinlich so wie Steckbriefe abreißen dann. Er muss aufgespielt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Ja, wie alles. Reiß jedes Mal. Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Wie die lacht. Egal. Die Borgia-Propaganda abreißen. Oh Mann, der Schmied, wer will den denn jetzt? Das sind alles diese Freischaltbahne. Der Straßenräuber, der Dieb, dann kommt noch gleich die Diebin und der Söldner, aber genau der Herumtreiber kommt nicht her. Wie dumm, egal.
Ja, Berufsschmied, wie gesagt. Auguste Oberlin, ey. Berlin, nein. Den Hammer sollte man am besten meiden. Ja, mit dem Hammer tötet er auch Leute. Im Multiplayer und so. Okay, dann fünfmal wahrscheinlich Propaganda hier abreißen irgendwie. So, Propaganda-Schilder, Poster. Oh, auch noch im Borgia-Dingsgebiet. Naja, können wir den auch gleich einnehmen, dann den Turm. Und den Hauptmann töten. Und zwar in der anderen Reihenfolge. Zuerst töten und dann abreißen. Nee, geh weg, Junge. Ist nix. Hä? War es irgendwie ein Bulle? Ja, bam, so. Pass bist du auf, ich geb dir gleich. So. Hä, was hier? Doch war irgendwie ein Sperrgebiet. Nee, es ist schon ein Sperrgebiet von dem Typen. Okay, wollten wir nicht zuerst irgendwo anders hin? Oder ist hier. Nee, ja, genau hier ist schon das Sperrgebiet. Das geht halt nur so weit. Okay, da oben ist irgendein Borgia-Banner, glaube ich. Was ist das? Irgendein Borgia. Viva Borgia. Warum ist das so ein Bulle? Ich glaube, der rotzt aus seinem. Rotzt aus seinem. Aus seiner Nase irgendwie Feuer, ey. Das ist so sinnlos. Ich war wieder schneller. So. Jetzt können wir auch gleich irgendwie einen Steckbrief abreißen. Und zwar hier oben oder auch nicht, doch da. Was ist das denn für eine kranke Stelle? Hart. Ja, Moment, ich will hoch. Ich glaube, das ist auch. Nee, ist kein Aussichtspunkt, aber fast. Es gibt auch so Türme, die keine Aussichtspunkte sind. Oh mein Gott. Das ist ein Creed 2, wäre das einer. Okay, hier können wir wenigstens einen Todessprung runter machen. Dann machen wir das mal auch, denn wir wollen erstmal da links hin, oder? Wo wollen wir hin? Rechts, links, ich habe keine Ahnung. Nee, zuerst hier links, rechts meine ich hin und dann nach links, so. Warum ist hier schon überall das Gebiet? Aber hä, da vorne ist kein Sperrgebiet mehr, wie sinnlos. Egal, vielleicht auch nur wegen der Mission oder so. Porta Pinciana. Alles klar, so. Reißen wir hier den. Das dritte Propaganda-Plakat ab. Dann gehen wir zum vierten Ohr und da. Ne, rechts oder links? Wo ist der jetzt? Da, rechts ist der. Borgia Hauptmann. Ja, ja, du wirst schon gleich getötet, keine Sorge. So, wo ist das Poster hier auf der anderen Mauerseite wahrscheinlich? Klären wir mal hier rüber. Nein, ich bin nicht da. Hallo. Haben die mich doch gesehen? Och man. Anonym werden auch noch. Ich glaube, es hat er. Bruder, ey, warum habe ich überhaupt meine Waffen ausgewählt? Ey, der hat denn unsere Waffe. Okay, dann entwaffnen wir die Manne. Oder auch nicht, weil er keinen Bock hat. Immer noch nicht. Sollen wir tanzen? Ja, sollen wir tanzen, Junge? Auch nicht, ey. Alter. Ey, warum wollt ihr alle nicht, dass ich euch entwaffne? Jetzt reißt. Level 1 hier. Ah. Junge, jetzt reißt. Jetzt ist echt vorbei. Jetzt hol ich meinen Level 1 Rekruten hier. Bahn, der gibt euch jetzt. Stufe 1 eigentlich, aber egal. Dreht doch schon die ganze Zeit lang. Ah, der war schon vorher tot. Alter, was ist das für eine kranke Kamera? Die alle schon vorher tot sind. Und der da hinten, den haben wir noch. Komm. Sauber, ey. Wurfmesser, geil. Super gut. Ey, der hat keine Gesundheit verloren, Mann. Oh, und da sind noch mehr, ey. Bitte. Kick den doch. Ja, sauber. So, ich heb die Waffe jetzt auf und. Nee, der auf den nicht. Auf. Den da hinten. Der steht da so siegessicher, kriegst du eine Axt in die Fresse, so. Dann haben wir auch schon den. Nee, doch nicht. Das wäre eine. Müsste eine Langwaffe sein. Ich will ja diesen Erfolg da starke Arm machen. Dann müssen wir nur noch eine Rauchbombe werfen. Ich weiß doch, wie das geht. Wir müssen auf dem Gebäude sein und dann 10 Meter runterwerfen. Wir töten den noch kurz. Assassine-Rekrute schwer verletzt, verdammt. Ja, zu viel für dich, ich weiß, dann verpiss dich mal. Bam. Krank, eine Combo hoch. Ein Berghoch-Combo sozusagen. So, wir haben den getötet, reißen dann auch in der nächsten Folge das erst ab. Also mache ich hier Schluss. Bis dann. Bam. Und den töten wir auch in der nächsten Folge.